Ja, also allen einen schönen guten Abend. Bin ich zu hören? Ja, na dann geht's los. Willkommen in meiner Arbeitshöhle. Die viele kenne ich ja und freue mich, Sie zu sehen, auch wenn ich eben nur per Fernsehen mit euch und Ihnen kommunizieren kann. Also das Thema lautet Weltliche Schule und Lebenskunde. Zum Thema meines Vortrages, es wurde freundlicherweise von Ralf schon erwähnt, liegt mein gleichnamiges Buch vom vorigen Jahr vor. Es enthält eine umfangreiche Dokumentation und eine Bibliografie. Die mehr als 120-jährige Geschichte der Ideen und Praxis von weltlichen Schulen und Lebenskunde zeigt konzeptionelle Brüche, die auch damit zusammenhängen, dass die historischen Akteure schon der persönlichen Lebensalter wegen und ihrer Verankerung in Organisationen wechselten, die kamen und gingen, den jeweiligen Zeitumständen und sozial- wie bildungspolitischen Zielen entsprechend wurde in den einzelnen Etappen auch das Erbe unterschiedlich in Erinnerung gerufen oder eben vergessen. Und je anderes zu Tradition erklärt oder verworfen, aber auch vieles voluntaristisch fehlinterpretiert. Die Folge ist zum einen eine gewisse Verwirrung der aktuellen Akteure. Ich will es einmal zuspitzen. Wie soll die heutige Sozialdemokratie erinnern an August Bebels SPD bis 1914 und deren Eintreten für die volle Weltlichkeit des Schulwesens? Zum anderen lassen sich klare strukturelle Kontinuitäten vom heutigen Berliner Humanismusunterricht mit dem frei religiösen Religions- bzw. Weltanschauungsunterricht erkennen, woraus sich die Frage ergibt, was hat dieses Fach mit weltlichen Schulen und dem dort gelehrten staatlichen Religionsersatzunterricht an Volksschulen zu tun, der eigentlich ein zweigeteilter Moralunterricht war, in dem sittliche Lebenskunde neben Religionskunde stand. Es ging also um nichts Geringeres als das Geschichtsbild der humanistischen Organisation, also geht jetzt hier darum, deshalb auch gleich zu Beginn etwas Grundsätzliches zu den historischen Befunden. Dann will ich auf die Stellung des Faches an weltlichen Schulen eingehen, auf seine Definition in den 1950ern, wo er erstmals in West-Berlin zugelassen wurde, und schließlich zum Ende hin etwas über Kurt Löwenstein sagen und anschließend auf die Frage eingehen, ob in der damaligen Lebenskunde Humanismus behandelt wurde. Das Ganze dauert etwa 35 Minuten, dass wir noch Zeit zum Reden haben. In der Weimarer Reichsverfassung von 1919 werden sie erstmals erwähnt. Bekenntnisfreie, in Klammern, weltliche Schulen. Im Grundgesetz von 1949 findet sich diese Formel ebenfalls, bereits im ersten Satz von Artikel 7.3, allerdings ohne die Präzisierung weltliche, in der Klammer wie in Artikel 149 der Weimarer Reichsverfassung. Es wird damit ein Schultyp für verfassungskonform erklärt, in dem es keinen Religionsunterricht gibt. Denn dass es diesen dort nicht gibt, definiert eine weltliche Schule. Wer für Weltlichkeit des Schulwesens eintritt, will nicht Pluralität, sondern Entfernung des Religionsunterrichts. Das ist die Geschichte, das ist der Begriff. Nachdem der Weimarer Schulkompromiss im August 1919 Verfassungsrecht war, entstanden überall in Deutschland, wobei überall ist sehr gewagt, jedenfalls in Preußen, Thüringen, Sachsen, wohl auch in Hessen und in anderen Ländern, wilde weltliche Schulen. Meist auf sozialdemokratische Elterninitiativen hin. Es entstand auch eine Organisation, der Bund der Freien Schulgesellschaften Deutschlands, die wiederum diverse Vororganisationen besaß,
die solche Aktivitäten koordinierte. Zu diesen Anfängen gibt es keine ernsthaften Forschungen. Etwas zu Düsseldorf, die dann die Berliner aufforderten, endlich auch aktiv zu werden. In Sachsen erhielten weltliche Schulen sogar Gesetzeskraft. Aber dieses Gesetz musste nach einer Verfassungsklage unter Berufung auf die Reichsverfassung wieder außer Kraft gesetzt werden. Aber dort entstand eine staatliche Lebenskunde, die auch so hieß und bis 1933 gelehrt wurde für vom Religionsunterricht abgemeldete Kinder. Das heißt, es gab Lebenskunde ohne weltliche Schulen und es gab Lebenskunde in freireligiösen Gemeinden. Am 15. Mai 1920, das ist ja der Anlass dieser Tagung, wurde in Berlin die erste weltliche Schule legal durch Ministererlaubnis definiert als Schule ohne Religionsunterricht. Es ist jedoch zu sehen, dass noch vor der Revolution der von Adolf Hoffmann geleiteten freireligiösen Gemeinde 1918 erlaubt wurde, einen eigenen Unterricht an Schulen einzurichten. In Bayern wurde in Nürnberg am 12. Juni 1851 von den Freireligiösen an einer Simultanschule, die es in Preußen gar nicht gab, ein eigener Unterricht eingerichtet, weshalb der dortige Verband in 14 Tagen 150 Jahre feiert. In den etwa 200 weltlichen Schulen, die behördlicherseits so nicht heißen durften, also in den Sammelschulen, die es nur in Preußen gab, in den Regierungsbezirken Berlin 52, in Düsseldorf 75, Hannover 6, Magdeburg 13 und Arnsberg 54, entstand mit Wegfall des Religionsunterrichts eine Lehrstelle von in der Regel 3 ab 1924 4 Wochenstunden. Es gab 1920, 1921 noch keine reguläre Lebenskunde für diese Kinder. Das Konzept von Lebenskunde entstand zudem außerhalb der Sozialdemokratischen Partei und ihrer Freidenkerbewegung in der bürgerlich-liberalen ethischen Kulturbewegung nach 1892 mit einem Schub 1905, 1906. Die Ursprünge dieses Faches reichen bis auf 1904 zurück, wo der Name von Friedrich Wilhelm Förster erfunden wurde. Hauptakteur war Rudolf Penzig, der einen solchen Unterricht an der Humanistischen Gemeinde Berlin 1887 gegründet praktizierte. Penzig benutzte erst kurz vor der Revolution diesen Namen für sein umfassendes Konzept plus Lehrbuch. Penzig, viele Jahre in der Fortschrittspartei engagiert, trat 1917 mit Bildung der USPD in die Mehrheits-SPD ein. Er beriet seitdem Minister Hänig bis zu dessen Entlassung aus dem Amt 1921. Die USPD besaß ein radikales Verweltlichungskonzept, das weitgehend von Kurt Löwenstein stammte. Adolf Hoffmann, der sich selbst den Ausmister nannte, setzte dieses Programm zunächst gemeinsam mit Konrad Hänig in der Revolutionsregierung durch, bis es kurz vor Weihnachten 1918 in großen Teilen gestoppt wurde. Zurück zur Lebenskunde. Ursprünglich und die ganze Zeit bis zum Weltkrieg hieß das Fach, das im weltlichen Schulsystem unterrichtet werden sollte, Moralunterricht, eine Streitfrage unter den liberalen Intellektuellen und bürgerlichen Sozialreformern war, ob der Religionsunterricht gänzlich abzuschaffen sei oder weiter bestehen sollte. Die radikaleren Kräfte um Penzig setzten sich durch, indem sie 1906 den Deutschen Bund für weltliche Schule und Moralunterricht gründeten. 1920, 1921, es wurde schon erwähnt, gab es keinen Ersatzunterricht für Religion an den weltlichen Schulen. Hier wurde aber viel experimentiert. Außer der Existenzsicherung hatten die weltlichen, wie alle Schulen im Reich, zwei neue Fächer per Dekret einzuführen. Arbeitsunterricht
und Staatsbürgerkunde. Hier lag es nun die gesamte Weimarer Zeit über nahe, wie es eine Mehrzahl in den freien Schulgesellschaften forderte, sich auf Staatsbürgerkunde zu konzentrieren, dafür die freien Stunden zu nehmen, auch der Demokratieförderung wegen. Vielen erschien ein Moralunterricht zu altmodisch, zu wenig soziologisch, zu religionsnah. Eine Mehrheit allerdings wollte standhaft einen wirklichen Religionsersatzunterricht, was wiederum die Hauptstreitfrage in dieser Bewegung aufrief: Sollte überhaupt über Religion informiert werden oder war das kirchlicher Humbug? Minister Hänig bat, Eckhard Müller hat das kürzlich herausgefunden, im August 1921 Penzig um ein Gutachten, bevor er sich entscheiden wolle. Auf der Basis dieses Gutachtens, das vollständig erst 1926 von Penzig selbst veröffentlicht werden durfte, in dem Buch Religionskunde und Lebenskunde in der weltlichen Schule, wies der Minister kurz vor Weihnachten 1921 an, es könne Moralunterricht als sittliche Lebenskunde in Verbindung mit allgemeiner Religionskunde statt Religionsunterricht unterrichtet werden, wenn Eltern dies wollen. Damit war das Fach in dieser Doppelung zugelassen in Preußen. Die Verfügung Hänigs wurde veröffentlicht, da war er als Minister schon entlassen. Weil dieses Dekret für die künftige Entwicklung von Lebenskunde Weichen stellt, sei es gänzlich zitiert. Am 22. Dezember 1921 verfügte Hänig. In den dem Volksschulunterhaltungsgesetz weiter unterliegenden Schulen, in denen aus schultechnischen Gründen die am Religionsunterricht nicht teilnehmenden Kinder zusammengefasst sind, muss deren bisheriger Lehrplan bestehen bleiben. Es ist nur nachgelassen, dass den am Religionsunterricht nicht teilnehmenden Kindern in den für Religionsunterricht vorgesehenen Stunden Moralunterricht, in Klammern Unterricht in sittlicher Lebenskunde, allgemeine Religionskunde, Klammer zu, erteilt wird. In dieser Verfügung ist alles enthalten, was weltliche Schulen definiert und was in ihnen sittliche Lebenskunde neben Religionskunde bedeutete. Staatlicher Moralunterricht an Volksschulen, die aus schultechnischen Gründen, aus Notfällen der Wahrung des Schulfriedens, Ausnahmegenehmigungen haben, die dem 1906 erlassenen Volksschulunterhaltungsgesetz weiter unterlagen, das nur konfessionelle Bekenntnisschulen erlaubte, die einen verbindlichen Lehrplan hatten und eine Schulaufsicht. Zu diesen Vorschriften gehörte es auch, dass keine Dissidenten als Lehrkräfte zugelassen wurden. In den 1920ern bürgerte es sich allerdings ein, auch andere zugelassene Religionsgesellschaften in Einzelfällen zu akzeptieren, darunter auch freie religiöse, aber nicht an normalen Volksschulen. Sittliche Lebenskunde war ein staatliches Teilfach von Moralunterricht an Volksschulen, wie es überhaupt weltliche Schulen nur an Volksschulen gab. Sich weltlich oder gar sozialistisch sehende Aufbau- oder Versuchsschulen waren keine weltlichen Schulen. Die pädagogischen Reform- oder Versuchsschulen, Gemeinschaftsschulen oder Schulgemeinschaften, private Landerziehungsheime, weltanschauungsfreie, nicht konfessionelle Schulen, Weltanschauungsschulen, städtische Versuchsschulen und die oft später als weltlich rubrizierten Lebensgemeinschaftsschulen sind ein anderes Thema, basieren auf anderen Gesetzlichkeiten. Doch wichtig ist, dass es an allen Volksschulen Freistellungen vom Religionsunterricht gab, weil die Weimarer Reichsverfassung das Elternrecht eingeführt hatte. Es wurden dann, wenn die Teilnehmerzahl entsprechend hoch war, Sammelklassen gebildet und diverser Ersatzunterricht eingerichtet. In anderen deutschen Ländern gab es andere Lösungen. Das ist bis heute so.
und Teil einer erst noch zu schreibenden Geschichte des Ethikunterrichts. 1922 jedenfalls begann eine Art Wettlauf um die Elterngunst. Wer diese drei, wie gesagt, ab 1924 vier Schulstunden ausfüllen darf. Da nun ab 1922 sittliche Lebenskunde und Religionskunde erlaubt waren, eiferten viele Lebenskunden um den Zuspruch. Und da es Reformtheologen gab, gab es auch an Lehrerbildungsanstalten, die nun evangelische oder katholische Akademien hießen, an Hochschulen und Universitäten Ausbildungsformen für Lehrer, die hier in die Bresche springen konnten und wollten. Etwa in der sich rasch entwickelnden evangelischen Lebenskunde. Freidenker hatten solche Einrichtungen nicht. Sie wollten schließlich auch den ganzen Staat wildig machen. In der Ausstellung Denket selbst im Jahr 2000 wurde ein Bericht des preußischen Kultusministers Adolf Grimme zitiert, der eine Art Resümee des Faches Lebenskunde in ganz Deutschland auflistet und auch grobe Auskünfte über die Inhalte gibt. Der Artikel belegt sowohl den Flickenteppich als auch die Buntheit der Angebote. Der Bericht wird in dem oben genannten Buch auf den Seiten 177 dokumentiert. Die Weimarer Republik hindurch blieben die Sammelschulen Gegenstand bildungspolitischer Kämpfe, in ihrer Realität auf Preußen begrenzt. Von den Nationalsozialisten wurden sie nach 1933 geschlossen. Und doch fanden die umstrittenen Kompromisse der Weimarer Reichsverfassung 1949 Eingang ins Grundgesetz, weil sich der Sozialdemokrat Georg August Zinn kurz vor Toresschluss im Parlamentarischen Rat daran erinnerte, dass es sowas mal gab. Allerdings ohne, dass je eine solche Schule wieder entstand oder gewollt wurde. Faktisch sind sie möglich, dort, wo die Bremer Klausel nicht gilt. Aber wer will das? In Ostdeutschland, inklusive das spätere Westberlin, zog 1945 die Weltlichkeit des Schulwesens ein und dominierte bis zu ihrem Ende. West-Berlin bekam nach Verhandlungen mit den Westalliierten sofort nach deren Einzug Sonderregeln, von denen später die Freidenker profitierten, die aber volle Weltlichkeit ausschlossen. Das System in Ostdeutschland war verbunden mit der sozialdemokratischen Idee der Einheitsschule, basierte auf dem Programm der USPD von 1917-18. Es wurde von der sowjetischen Militäradministration sofort durchgesetzt, noch im Mai 1945, wie in den Sonderschulen des Nationalkomitees Freies Deutschland hinter Moskau mit der KPD beschlossen. In Berlin und Brandenburg wird aktuell vom Humanistischen Verband das Fach Humanistische Lebenskunde unterrichtet, das in seiner heutigen Form 1984 als konfessioneller Weltanschauungsunterricht erfolgreich ist. Für die Geschichte dieses Faches ist wiederum dessen Vorgeschichte wichtig. Ende April 1955 gründeten der Deutsche Freidenkerverband, die Freigeistige Gemeinschaft, das war die Berliner Freireligiöse Gemeinde, und die Humanistische Aktion Deutscher Monistenbund, die Arbeitsgemeinschaft Freigeistiger Verbände für Lebenskundeunterricht. Sie wollte Rechtsträger werden für einen Unterricht in Lebenskunde. Man setzte eine Lehrplankommission ein. Das Konzept verstand das angestrebte Fach Lebens- und Religionskunde als einen Unterricht, wie er in den 1920ern an weltlichen Schulen stattfand. 1957 entschied die zuständige Berliner Senatsverwaltung unter Senator Tiburtius die Zulassung eines besonderen Religionsunterrichts mit dem Deutschen Freidenkerverband. Sitz Berlin. Allerdings nach dem Muster, wie er seit 1917-18 den Berliner Freireligiösen erlaubt war. Aus diesem Verband heraus entstand 1993 der Humanistische Verband, der heute der Träger ist.
In dieser Sitzung wurden grundlegende Entscheidungen getroffen, die das heutige Berlin-Brandenburger Fach Lebenskunde erst hervorbrachten. Das Ergebnis war ein großer Bruch mit der staatlichen Tradition des Faches, aber zugleich die Wiederbelebung einer Variante, nämlich Lebenskunde als Unterricht einer Weltanschauungsgemeinschaft an staatlichen Schulen. Dass dieses Fach als Religionsunterricht eingeführt wurde, war zunächst eine von den Freidenkern akzeptierte Formalität und wurde erst 2001 verändert. Der Unterricht wurde staatlich gefördert und wird gefördert wie der Religionsunterricht. Der eingereichte Antrag der Arbeitsgemeinschaft wurde in dieser Sitzung zerpflückt, verändert und passend gemacht. Vor allem wurde Religionskunde untersagt, mit der kolportierten Begründung, Religion sei eine Sache der Kirchen. Und eine Kunde kann kein Religionsunterricht sein. Dieser Sitzung lagen offensichtlich Gutachten aus anderen Bundesländern vor, in denen Freireligiöse etwa unterrichteten und wie immer geheim Stellungnahmen der Kirchen. Die Akten sind noch nicht studiert worden. Das war ein radikaler Einschnitt in die bisherigen freidenkerischen Ansichten, nämlich mit der Anschauung, wie sich die Trennung von Staat und Kirche sowie Schule und Religion vollziehen sollte. Seit 1986, also nach einem zweijährigen Schulversuch, die bis heute andauernde Erfolgsgeschichte von Lebenskunde begann da. Aber seitdem eskaliert der Streit innerhalb der sogenannten säkularen Szene wieder und wieder. Zumal er auch immer mehr andere Praxisfelder erreicht. Aber was spricht gegen eine Vermittlung humanistischer Wertvorstellung in einem eigenen Weltanschauungsunterricht an staatlichen Schulen, wenn dies keine Barrikaden errichtet gegen einen Ethikunterricht für alle? Zum Abschluss noch die zwei eingangs angesagten Anmerkungen. Zuerst die zum Konzept von Kurt Löwenstein, weil mir hier ein sozialistisch-nostalgisches Herangehen auffällt, was mir ja eigentlich auch nicht fremd ist. Aber Kurt Löwenstein hatte eine besondere Rolle in diesen ganzen Vorgängen. Er war ein Schüler und Freund von Immanuel Levy, einem Hauptakteur in der ethischen Kulturbewegung. Löwenstein verfasste, es wurde schon erwähnt, das freidenkerische schulpolitische Programm der USPD mit den Zielen Verweltlichung des Schulwesens, Einheitsschule, kein Religionsunterricht. Löwenstein griff nach 1920 zwei Innovationen im deutschen Bildungswesen der Weimarer Republik auf, brachte sie zusammen, machte sie praktisch und verband sie mit seinen und Max Adlers Ideen vom Sozialismus. Neu war die Möglichkeit von Aufbauschulen. Das sind ab Frühjahr 1922 staatlich geförderte Einrichtungen, die es ermöglichen sollten, abiturähnliche Zugangsberechtigungen für ein Hochschulstudium zu erwerben. Ebenfalls neu waren Versuchsschulen. Etwa zur gleichen Zeit zugelassene Reformschulen mit einem besonderen pädagogischen Konzept, die im März 1923 in Berlin genehmigten neuen Versuchsschulen gingen alle aus weltlichen Schulen hervor und verloren damit diesen Status als weltliche Schule. Aber aus der Herkunft wird oft irrtümlich geschlossen, es habe sich um weltliche Schulen gehandelt. Löwenstein überhöhte deren Bedeutung, machte daraus ein allgemeines Modell. Seine Politik spaltete 1930 den Bund Freier Schulgesellschaften, indem er sein Konzept beschließen ließ, mit einem Abstimmungsergebnis von 196 zu 123, ziemlich klar. Auch die Berliner Delegierte waren alle angereist. Die Berliner Lebensgemeinschaftsschulen wurden nun Mittel zum Erreichen von drei Zielen, die den Sozialismus als Volksgemeinschaft beispielhaft einführen und den neuen Menschen bereits im Kapitalismus bringen sollten. Sie wurden erstens Kulturmittelpunkt der Arbeiterschaft, Konzeption nach. Sie sollen die Volkshäuser
ablösen. Diese Schulen sind mehr als Schulen. Die soziale einheitliche Aufbauschule soll zum Grundmuster im Schulsystem werden. An ihnen dominierten materialistisch-wissenschaftliche Erziehungs- und Unterrichtsmethoden. Die westdeutschen Vertreter lehnten diese Utopie ab und zogen sich zurück. Löwenstein setzte Fritz Karsen als Chefredakteur der Bundeszeitschrift Aufbau ein, was zu einer weiteren Annäherung an den zeitgenössischen, in meinen Augen alten Marxismus führte, wie ihn auch Anna Simsen vertrat. Dabei fällt die Isolation, das Inseldasein der weltlichen Schulen aus dem Blick. Das Agieren der Löwenstein-Gruppe am äußersten linken Rand der SPD gefährdete und diskreditierte deren bildungspolitischen Schwerpunkte, trieb sie in Kontrast zur Arbeiterschaft. Es regierte eine maßlose Übertreibung von Erfolgen und der Zukunftsfähigkeit auf Basis einer allgemeinen Freidenkerei, die man kommen sah. Selbst nach dem Preußenputsch im Juli 1932 nahmen optimistische Zukunftsbilder zu, weiter so auch noch im Januar 1933. Nun zum Humanismus. In den umfänglichen Debatten über Ziele der weltlichen Schulen und Inhalte von Lebenskunde fand ich keine positiven Bezüge auf Humanismus. Das hängt wesentlich mit dem damaligen Verständnis von Humanismus zusammen. Das waren in der Regel sehr konservative Ansichten über das antike Erbe und die humanistischen Gymnasien. Von dort her gesehen verbot sich eine wohlwollende Betrachtung der weltlichen Schulen. Das korrespondierte wiederum mit der Bindung des Projektes weltliche Schule an die sozialistische Arbeiterbewegung. Diese berief sich weitgehend auf Karl Marx. Von diesem wusste man, bevor seine Frühschriften entdeckt wurden, dass er in seiner gemeinsam mit Friedrich Engels verfassten Schrift Die Heilige Familie den Humanismus, wie er in den vormärzlichen Debatten der Revolution von 1848-49 breit diskutiert wurde, als durch den Kommunismus aufgehoben ansah. August Bebel sah in der ethischen Kulturbewegung Humanitätsduselei, ein Begriff von ihm, und Lebenskunde war, wie schon berichtet, in deren Umfeld entwickelt worden. Die Sozialdemokratie setzte in ihrer gesellschaftlichen Konzeption zumindest die gesamten 20er Jahre hindurch auf den sozialen und politischen Klassenkampf. In den inneren Debatten um die weltlichen Schulen dominierten ab Mitte der 1920er Jahre Interpretationen, wie sie der Jurist, Politiker und Sozialphilosoph Max Adler beispielhaft vorlegte. Als Begründer des Austromarxismus wandte er sich vehement gegen Aufweichungen des Marxismus. Eine Ausnahme von der Humanismusabstinenz in der weltlichen Schulbewegung bildete das Konzept von Heinrich Balke. Er war Volksschullehrer, seit 1920 Rektor der 14. Volksschule in Berlin-Niederschönhausen und SPD-Landtagsabgeordneter. Am 1. Januar 1934 wurde er wie viele andere aus dem Dienst entfernt. Balke vertrat ein Programm des Bildungssozialismus, das sich auch in seiner Zweckbestimmung weltlicher Schulen niederschlug. Er wollte Religion als Kulturgut behandeln, Staatsbürgerkunde an die Stelle von Religionsunterricht setzen, alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften aus den Lehrplänen herausnehmen und sie auf ihre Jugendweihe bzw. Konfirmationsvorbereitung verweisen, sowie ihnen dafür und für eventuelle weitere Unterweisung Schulräume unentgeltlich zur Verfügung stellen. Das alles, so meinte Balke, münde in einer Bekanntmachung mit den Menschenrechten, einer Einführung in die gesellschaftlichen Verhältnisse und in die allgemeinen ethischen Grundsätze. Über dem Ganzen schwebt als höchstes Ziel die Erziehung zur Humanität. Rechtschaffenheit, Mäßigkeit, Menschlichkeit
und Mut zur Wahrheit. Balges Schrift stellte durch das ausdrückliche Betonen der Menschenrechte und der Humanität eine Ausnahme im Konzert der Meinungsäußerung zum Thema weltliche Schulen und Lebenskunde dar. Damit will ich es bewenden lassen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke.